Willkommen zur Station Sprungtraining. Stelle einen Fuß auf den Findling. Nutze das hochgestellte Bein als Sprungbein. Springe nach oben und leicht nach hinten. Wechsle dann den Fuß. Absolviere erst ein paar lockere Wiederholungen. Wenn du dich dann sicher fühlst, versuche dabei so hoch zu springen, wie es geht. Aber Vorsicht! Lande kontrolliert wieder auf dem Boden, um die Gelenke zu schonen. Gehe dafür bei der Landung leicht in die Knie. Sind dir die Sprünge zu schwer oder zu gefährlich, kannst du auch nur mit einem Fuß auf den Findling steigen. Ziehe dann das Knie des anderen Beins nach und strecke es nach oben. Wechsle auch bei dieser Variante, bei jeder Wiederholung das Sprungbein. Wiederhole die Übung 3 bis 5 Mal pro Seite, mache danach eine kurze Pause. Wenn sich deine Beine fit anfühlen, kannst du dann noch 6 bis 10 Mal beidbeinig auf den Stein und wieder zurückspringen. Aber höre auf deinen Körper. Fortschreitende Erschöpfung verringert das Konzentrationsvermögen und erhöht damit die Verletzungsgefahr. Das Sprungtraining ist ein sehr effektives Training für die Beinmuskulatur. Die Rumpfmuskulatur, insbesondere der untere Rücken, sind dabei auch beteiligt. Du kannst damit deine Sprungkraft sowie deine Schnelligkeit verbessern. Folge nach dieser Übung weiter den Weg am Bogenbach. Vor der kommenden Brücke befindet sich die nächste Station auf der rechten Seite.